folgt einer. Ne, der geht zu dir. Doch, jetzt kommt er doch zu mir. Ne, jetzt geht er wieder zu dir. Der kann sich wohl nicht entscheiden. Soll ich reinkommen? Hau ich ihn um. Eben ist nichts Neues gespawnt. Ne, hier ist nichts. Siehst du vorne was? Leere Streichhölzer, glaube ich, noch, oder? Jetzt nicht nach. Aber sind wahrscheinlich die von eben noch. Ja. Okay, das Gebäude lohnt sich nicht. Da kommen wir hier hinten in die Räume und dann gehen wir weiter. Ich sage, gehen wir mal kurz trotzdem zum Krankenhaus. Mhm. Und zu den Militärzelten, die da waren. Ich möchte gerne noch einmal hier oben zu dem roten Haus. Essen. Wie sieht's eigentlich aus? Willst du hier jetzt mal die PM oder die PDW mitholen? Was für irgendwas Munition findest? Ich glaube, für die PM ist es wahrscheinlicher, dass du dafür was findest. Ja. Nimm sie einfach mal mit. Na schön. Noch eine letzte Hoffnung in der Feuerwache. Und dann gehen wir zum Krankenhaus und zu den Zelten dahinter. Dann gehen wir nicht Richtung Norden. Nee, wir gehen nach West-Ost. Mhm. Wenn das so gestellt ist, dann ist das nicht mehr lustig. Ach nee. Ey, verreck doch mal. Als noch. Hier ist 75 Kugelmagazin für die RPK 74. Also für so ein dickes MG müsste das sein. Kannst ja mal mitnehmen, wenn du willst. Ein Jagdmesser. Und eine Karte. Nichts wirklich Berauschendes. Also ich hatte mir schon so, also ich hatte eigentlich so gehofft, hier, ich komme auf die erste Etage und sehe dann dort eine M4A1 mit 8 Magazinen, Ghillie-Suit, eine DMR mit 2 Magazinen und einen großen tschechischen Rucksack. Und auf der Etage darüber ist etwas, was noch mehr wert ist. Das wäre so Loot, der mir gefallen würde. Oh, Schule, stimmt. Ach ja, genau. Hier liegt schon direkt eine Taschenlampe. Ich gehe mal in die obere Etage. Du kannst hier unten durchgucken. Eine leere Dose. Chemielichter. Blaue Chemielichter. Ja, das könnte ich mir mal einpacken. Desinfektionstücher, da hatte ich nämlich eben auch Probleme, dass ich infiziert wurde. Das hast du jetzt, oder? Ja. Glaubst du, du kannst mit einem Revolver was Gutes reißen? Also kommst du mit dem Revolver gut klar? Ja. Dann kann ich dir jetzt einen Revolver mit 3x6 Munition geben. So viel. Mhm. Kommst hier oben aufs Dach. Ja. Dafür nehme ich mir hier die PM mit 2 Magazinen. Das heißt, du hast 12, 18 Schuss. Ich habe 16 Schuss mit den Pistolen. Hier, andere Seite. Bitteschön. Das war ja.
Da freu dich dran. Das glaubst du aber. Erstmal die Waffen alle nachladen. Man weiß ja nie, ob die leer sind. Ich lade die trotzdem immer mal nach, auch wenn Munition drin ist. Gibt mir nur so ein Sicherheitsgefühl. Ah, es könnte nie schaden. So, und jetzt auf zum Hospital. Sind ein paar Zombies auf dem Weg. Boah, ist gut gesagt. Drei Stück. Ich hab dummerweise mal kurz angehalten. Oh, das ist immer so blöd. Mein Charakter tut standardmäßig rennen. Das heißt, wenn ich Shift gedrückt halte, um wegzurennen von den Zombies, dann schleicht er und dann werde ich von den Zombies geschlagen. Dann musst du doppelt Shift drücken, damit sie es umstellen dann. Ja, das weiß ich, aber wenn er nicht jedes Mal so starten würde mit. Mit Schnelllaufen und so, das ist doch blöd. Hier ist noch dieses Flugzeug. Hier ist noch diese kleine Kabine vor dem Krankenhaus, wo man nicht reinkommt, okay. Ich bin jetzt vor dem Krankenhaus. Na, ich auch gleich. Boah, hat das gedauert. Hier ist nichts. Gar nichts. Oh, super. Na gut, da komm, dann gehen wir mal hinter das Krankenhaus. Da war ich, da ist nichts. Flugzeug. Ich muss meine Wunde desinfizieren. Super, dann gib mir mal Deckung. Gut, dass ich mir eben die Desinfektionstücher geholt habe. Desinfizieren, das raubt immer so viel Zeit. Erst desinfizieren und dann kann ich mich erst verbinden. So, ach scheiße, okay. Hier kommen wir aber durch. Da ist das abgestürzte Flugzeug. Hier drin ist nichts. Na, hier war ich ja schon. Taschenlampe. Seh uns. Ich will nochmal zum Flugzeug gehen. Vielleicht ist ja was Neues gekommen. Hier kriecht ein Zombie. Warum ist ein Zombie gekrochen? Wurde der in die Beine geschossen von einem Spieler oder was? Beine gebrochen. Aber woran? So ein Flugzeug habe ich übrigens auch gesehen gehabt. Das ist genau dasselbe, nur bei mir war das in drei Gebäuden drin. Ah, hier ist noch die Munitionskiste, wird wohl noch dieselbe sein. Ja, genau. Ich pack mir das trotzdem mal in den Rucksack. Wie tief fliegt der Sack denn? Der späht uns tatsächlich aus. Ja. Hast du auch mal hier rumgeguckt? Guck, hier ist nämlich noch ein Munitionspack. Noch mehr. 30 MG. NDs danach. Nee, hier rum habe ich jetzt nicht. Hier ist auch ein 100-Kugel-Magazin für die M249, falls du die... Haben wir jetzt vielleicht... Kannst du mal drum herum gehen, vielleicht findest du ja eine M249. Das wäre natürlich optimal. Das wäre natürlich. Wow. Ehrlich? Ach Gott. Ist ja nicht mal rum hier. Okay, nee. Dann gehen wir mal